In einer Favela von Rio de Janeiro liegt die Samba-Schule Padre Miguel. Hier nähen sie derzeit keine Kostüme, sondern Masken und OP-Kittel. Tausende sind es bereits. Eine Hilfsaktion, die nach einem Hilferuf begann. Ein Arzt rief uns an und fragte, ob wir ehrenamtlich helfen könnten. Seitdem nähen wir für die Krankenhäuser. Das macht mich stolz. Die Lage ist mancherorts dramatisch. In Manaus werden Massengräber zugeschüttet. Für die Angehörigen bleibt nur wenig Zeit zum Abschied nehmen. Das Gesundheitssystem in der Amazonasregion ist kollabiert. Es gibt zu wenige Beatmungsgeräte. Vor Krankenhäusern wurden Kühlcontainer für die Toten aufgestellt. Mitten in dieser Krise ein politisches Beben. Der Justizminister Moro tritt zurück. Für viele Brasilianer gilt er als Kämpfer gegen Korruption. Jetzt erhebt er schwere Vorwürfe gegen Präsident Bolsonaro. Der Präsident sagte mir mehrfach und ausdrücklich, dass er einen Vertrauten als Chef der Bundespolizei haben möchte, den er jederzeit anrufen kann und der ihm sensible Informationen zuspielt. Moro sieht darin eine gesetzeswidrige Einmischung, die der rechtsextreme Bolsonaro kurz darauf zurückweist. Ich habe lediglich den Polizeichef ausgewechselt. Das darf ich als Präsident. Dafür muss ich niemanden um Erlaubnis bitten. Einmischung in die Arbeit der Bundespolizei wäre heikel, denn die ermittelt derzeit auch zum Mord an der linken Politikerin Marielle Franco. Rechte Milizen hatten Franco 2018 kaltblütig erschossen, die Hintermänner bis heute unbekannt. Geprüft wird, ob auch der Bolsonaro-Clan verstrickt sein könnte, vor allem Flavio, der älteste Sohn des Präsidenten. Während derzeit einige in Brasilien alles dafür geben, die Corona-Krise zu bekämpfen, ist die Regierung mit sich selbst beschäftigt, der Imageschaden schon jetzt gewaltig.